Herzlich willkommen beim nächsten Video von mir und ihr seht schon, wir sind nicht in meiner Garage. Wir stehen nämlich hier bei Fröhlich Sport and More, bei mir, bei Marek. Grüß euch. Ja, und warum stehen wir heute hier? Warum wollen wir heute hier bei dir was machen? Wir hatten euch doch erzählt, ihr habt damals, als wir das Schmuckstück geholt haben, dass wir euch eine detaillierte Auswertung geben möchten von den Teilen und den Werkstattkosten, also rundum Sorglos-Paket und wo wir da preislich gelandet sind. Und das werden wir heute endlich mal nachholen. Ja, wie ihr festgestellt habt, wir hatten alle beide leider wenig Zeit und es war sehr schwer, diesen Termin zu finden. Deswegen bin ich heute sehr dankbar, Thomas. Danke, dass du hier bist. Ja, wir haben extra beide montags frei. War das natürlich herrlich. Und ich habe komplette Equipment aufgestellt, mache ich auch. Und wir wollen mal schauen, wie wir jetzt das Video irgendwie so machen, damit ihr auch nicht wegklickt oder vorspult, wa? Gut, fangen wir mal an, Marek. Wir fangen am besten an, wie teuer war die Kiste? Okay, also passt auf. Ich habe mir eine kleine Hilfestellung dazu gemacht, weil es ist sehr schwer, sich alle Kosten zu merken. Deswegen verzeiht mir, wenn wir zwischendurch mal hier auf diese Zettel gucken. Ja, die sind sehr wichtig, um euch die detaillierten Preise wirklich direkt zu erläutern. Das Fahrzeug war ausgepriesen für 7.200 und ein paar zerquetschte Euro bei Mobile. Thomas und ich, wir hatten uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay gut, wie kann man das jetzt wirklich gut gestalten, um zu sagen, okay, wir machen da ein Schnäppchen draus. Wir wussten, alles klar, laut dem Text hat das Ding ein Problem mit dem Notlauf. Ja, wir wussten auch schon etwa, woran das lag. Also Thomas hat sich da schon im Vorhinein extrem gut informiert. Und ja, wir haben dann entschieden, wir fahren mal rüber nach wo war es? Hannover? War die Ecke? Hannover? Ich glaube ja. Das war jedenfalls sehr, sehr weit weg. War schon ein Stück weit weg. Also ich glaube, Richtung Hannover kam das gute Stück her. Und sind der Tatsache losgefahren und haben uns dazu entschieden, okay, wir gucken uns das Baby mal an. Taschengeld mitgenommen. Ich wusste schon etwa, okay gut, wo ich preislich landen wollte. Ich wusste, okay gut, das Fahrzeug wird noch weitere Mängel haben, aufgrund dessen, dass ich halt schon Fahrzeuge mal verkauft hatte in meiner Vergangenheit. Und ja, daraufhin sind wir rübergefahren und wir hatten natürlich dann sehr gutes Verhandlungspotenzial. Ne? Guckt es euch an, ich meine, ist ja wohl wunderschön geworden. Also wirklich wunderschön geworden. Ja. Ja, dann kam ja der Tag X, wo wir sie zu Thomas gebracht haben. Da habt ihr ja alles quasi kennengelernt, das neue Projekt, was wir jetzt endlich beendet haben. Und ja, wir haben vielleicht vor, nachher nochmal drüber zu sprechen, inwieweit man jetzt sagen könnte, was wäre sie euch wert, wenn man sie verkaufen würde? Ne? So wie sie würdest, da ist. Würdest du die verkaufen? Also, ich glaube nicht. Jetzt für Kaufinteressenten, bitte mal in den Kommentaren drin schreiben, was ihr jetzt gewillt seid, auszugeben für diese Kiste. Vielleicht. Oder? Vielleicht? Da muss der Preis schon stimmen, wa? Ich weiß es nicht. Also ich habe Bauchschmerzen, weil also das erste Fahrzeug, was ich wirklich geholt habe, von der Pike auf mit Thomas zusammen komplett aufgebaut habe und ist natürlich auch so ein Indiz für so eine Art Statussymbol von der Fröhlich Sport and More Geschichte, ne, von meinem Gewerbe und so ein kleines Aushängeschild. Ne. Ich denke, ich muss da nicht großartig erzählen, jeder wird das verstehen. Ich meine, ihr könnt gerne mal Preise reingeben, vielleicht kann man ja doch einen Nenner finden für die weiteren Projekte. Aber derzeit möchte ich ganz ehrlich sagen, es ist mein Baby und ich bin stolz drauf, dass es bei mir steht und es soll auch erstmal so bleiben. Gut, dann fangen wir mal an, was wir alles jetzt investiert haben. Wir gehen mal einen Schnelldurchlauf, sonst wird es zu langweilig. Ihr könnt ja auch mal die ganzen Videos angucken, da sieht man ja, was wir alles gemacht haben. Machen wir so einen Schnelldurchlauf, was gekostet hat. Thomas wird euch die Preise nachher wahrscheinlich auch nochmal in der Videobeschreibung mit reinhauen. Also wir haben grundsätzlich noch Preise vergessen, die hat Thomas gerade erwähnt. Das sind die Filamentgeschichten von den Buchsen und Lenkkopflager etc. pp. Die Geschichten, die wir Thomas dann nachher in der Beschreibung nochmal mit reinpacken. Ich habe wirklich bloß die Sachen, wo ich die Rechnung für habe, detailliert aufgeschrieben, damit ihr mal wisst, was los ist. Also passt auf, 5.000 Euro. Das Fahrzeug von 7.200 Euro runtergehandelt. Wenn ihr da wirklich ein bisschen geschickt habt, könnt ihr an den Fahrzeugen wirklich am Preis ordentlich was drehen. Ja, aber man muss dazu sagen, das muss auch hier rechtfertigt sein. Wir haben auch wirklich Fehler gefunden, die scheiße waren. Und ihm gesagt, das kostet so und so viele neue und das kostet so und so viele neue. Und dadurch hat er eben auch gesagt, okay, ja gut, wenn ihr das sagt, dann ist es so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt den Preis einmal runtergehandelt haben, sondern wir haben ihm auch gezeigt, was an der Kiste nicht in Ordnung war. Sprich, ihr wisst alle, Lenkung, Buchsen, Radlager. Das sind die drei Hauptfaktoren, die wir vorne rein schon gewusst haben, die kommen werden, die auch gekommen sind. Plus ein paar diverse andere Sachen. Aber im Grundeffekt war das Fahrzeug von der Substanz top gewesen, sonst hätte ich es nicht gekauft. Also 5.000 Euro für die Bertha. Dann kommen die Ersatzteile. Da habe ich ein Komplett-Service-Paket gemacht, sprich alle
Öle, alle Schmiermittel, alle Simmerringe, Filter sind in dem Preis mit drin. Und da habe ich 279 Euro für berechnet. Also alles, was man braucht für eine große Durchsicht. Also wirklich einmal All-Inclusive-Service für alles drum und dran. Ölfilter, Zündkerzen, alles Mögliche, was dazu gehört. Dann kommen wir direkt zu dem Schnorchel. Der Kollege hat genau 63,90 Euro gekostet. Das geht aber nur an die oberen Rohre hier. Genau. Also die vier Winkel oben, die vier Winkel unten und die Rohre in der Mitte. Weil die anderen Teile sind ja gedruckt und das ist alles in deinem Preis ja noch nicht mit drin. Aber da kommen wir später zu, was ungefähr so ein Schnorchel kostet. Genau. Dann haben wir das Dekor-Kit. Ne? Ihr wisstet, das ist ja mitunter gerade aktiv meine Haupteinnahmequelle. 249 Euro. Dann haben wir die Radlager hinten, beide 66,70 Euro. Dann habe ich diverse Kleinteile. Da habe ich die Rechnung einfach nur grob überschlagen, 67,91 Euro. Da sind von Muttern bis über Schrauben, bis über den Bolzen, den wir hinten erneuert haben, ja, für den A-Arm, der festgegammelt war. Das ist da halt alles drin. Dann kommt der LED-Blinklichtgeber, 173,63 Euro, ja, das kleine scheiß Bauteil. Mhm. Da sind auch keine Preise drin für irgendwelche Firmengewerbegeschichten. Ja? Das heißt, ich habe keine Händlerkondition bekommen, sondern 1:1 die Preise, die auch ihr zahlen würdet. Dann haben wir bei J-Parts natürlich eine ganze Menge bezogen. Also eine ganze Menge, eigentlich nur zwei Teile. Die aber, warte, ich muss mich festhalten, wirklich ein bisschen Geld gekostet haben. Da haben wir immer die Differentialglocke und immer den Pitman. Habt ihr gesehen auf den Videos, Thomas kann das gerne nochmal verlinken. Da sind wir bei fast 500 Euro. 483,50 Euro mit Versandkosten. Man muss aber eben wieder zur Verteidigung dazu sagen, der Pitman ist geil. Ja, und ganz liebe Grüße an Jay. Wir kennen uns ja aus der Vergangenheit. Top Arbeit, aber die Preise tun echt weh. Dann haben wir die Axtmanschette. War das hinten links oder hinten rechts? Hinten links, glaube ich. 19,95 Euro. Dann haben wir den Austauschriemen. Hier ist der alte. Ja. Hier ist der neue. Zubehör. 114,90 Euro. Dann haben wir Angel Eyes. Hat Thomas, glaube ich, die letzten Pullen da. Ja. Haltet euch fest. Dreimal nicht ganz 2 Liter, weil die rechnen ja in einer Gallone, sind ungefähr 1,89 Liter. Haben wir 3 Stück von bestellt, fast 80 Euro, 79,50 Euro. Ja, da muss man ein bisschen abziehen, ich habe mir auch was weggenommen. Ist ja egal, er geht ja bloß darum, dass die Jungs das wissen. Du stellst ja automatisch auch einen Kanister hin als Reserve. Ja. Ja. Dann haben wir eine Komplettsumme von summa summarum 6.597 Euro und 99 Cent. Ja. Dreh dich mal hierher jetzt. Warte, ich will mal kurz zeigen. Ah, kommt da noch mehr? Oh, es blendet, warte, jetzt sieht man es, ja. Ja? Das heißt, ihr wisst jetzt im Endeffekt genau, was wir bezahlt haben. Was da nicht mit bei ist, sind die Filamentkosten für Thomas und der Radreifensatz. Da habe ich mit Thomas einen Special Deal und die Filamentrollen, da habe ich ihn einfach hier drüber geschoben. Da muss er gleich mal nachgucken, wie viel das wirklich war, weil das weiß ich einfach nicht mehr. Ich weiß es ohne, ich werde es mal hier dann irgendwie einblenden. Ich denke, mit dem Filament sind wir trotzdem noch unter 7.000 Euro geblieben. Das heißt, wir werden an den 7.000 Euro vielleicht kratzen. Die Radreifenkombination nehme ich mit Absicht nicht drin. Ja. Nochmal große Dankeschön an Dennis, der die nochmal repariert hat. Ja. Große Dankeschön an dir, dass ich sie haben darf. Und an Dennis. Ja. Weil die kam ja ursprünglich von ihm. Ja. So, ihr wisst jetzt den Preis von dem Fahrzeug, was wir bezahlt haben. Ihr dürft natürlich eins nicht vergessen, die ganzen Reparaturmaßnahmen, na Thomas, die haben natürlich auch ihre Zeit gedauert. Ja, also wenn man das jetzt von der Firma hätte machen lassen, gut, die sind vielleicht ein bisschen geübter, weil ich musste auch erstmal die Materie einstellen. Ich hatte das Glück, dass ich schon vorher mal das Scrum umgebaut habe, aber dein Elektronikproblem hat ganz schön Stunden gefressen. Ich überlege, wie du den Kabelbaum auseinandergenommen hast. Alter, das hat richtig Arbeit gemacht. Schon ordentlich, ja. Ja. Also es ist auch schwer nachzuvollziehen, wie viele Stunden das im Endeffekt waren. Also ich habe jetzt wirklich alle Indizien, alle Videos von Thomas nochmal angeguckt, plus das, was wir uns über WhatsApp hin und her geschickt haben. Also ich bin eigentlich vermutlich von den Stunden noch drüber. Wobei es wirklich, wie gesagt, schwer ist einzuschätzen, einzukalkulieren, wie viele Stunden waren. Also ich habe jetzt einfach mal rund 30 Stunden genommen. Sprich, wir sprechen hier fast von einer kompletten Woche. Das wären bei einem Stundensatz, der eigentlich bei 30 Euro viel zu niedrig ist, sondern ich habe euch einfach mal einen Stundensatz in den Raum geworfen. Normalerweise liegen wir irgendwo bei 45 bis 50 Euro die Stunde.
sind es für zwei Mann 30 Stunden a 30 Euro 2400 Euro Werkstattkosten, mit denen ihr auf jeden Fall rechnen solltet bei so einem Projekt, wenn ihr das bei einer Werkstatt machen lasst. Also, warum haben wir das aufgeschrieben? Damit ihr einfach wisst, wenn ihr euch für so ein Projekt entscheidet, macht das selber. Sonst habt ihr im Endeffekt kein Schnäppchen gemacht. Es ist Fakt. Ja. Seht ihr als Hobby, Hobby kostet Geld. Und es gibt auch genug Videos, wo man nachgucken kann, wie was gemacht wird. Ja. Und bei Fragen, wie gesagt, kann man uns immer noch kontaktieren. Sehr gerne. Wir helfen sehr gerne und mittlerweile haben wir uns Gott sei Dank schon auf Polaris eingeschossen, aber wir sehen ja schon mal da drüben, da steht schon ein nächstes Projekt von Björni. TGB 550 war das, war? Ja. Eine EFI. Die soll jetzt hier schnorchelt werden. Was hast du noch vor? Ich habe noch fünf weitere Dekors, aber dazu später. Okay, gut. Wir bleiben erstmal bei dem Thema. Wir schweifen ab. Ja, das heißt, ihr wisst jetzt im Endeffekt, worauf ihr euch einlassen würdet. Und ihr wisst im Endeffekt, worauf wir uns eingelassen haben. Das ist auch der Grund, wieso ich mich so schwer tue, mit dem Fahrzeug das zu verkaufen. Weil im Endeffekt wirst du die Arbeitszeit, sind wir mal ehrlich, nicht mehr rauskriegen. Willst du hinter der Kamera stehen bleiben? Ja, mich kennen sie doch alle. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, komm nochmal nach vorne. Okay, komm mal. Hallo Thomas, ich halte mal das Mikrofon mit Absicht jetzt in die Mitte, weil wir haben gerade nur dieses eine. Ja, der andere hängt da hinten am Handy und das Kabel ist zu kurz. Und dann haben wir noch eins, das hängt da hinten am Handy, aber ist auch zu kurz. Und die Tonspur, die wir jetzt hier aufnehmen, ist die Kamera da hinten. Ja, wir müssen noch nacharbeiten irgendwie, wa? Ja, also noch bleibt nicht aus. Aufrüsten, kommt alles mit der Zeit. Gut, machen wir weiter. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben ein bisschen was vorbereitet für das Jahr 2021. Wir hoffen natürlich in allererster Linie, damit wir alle gesund ins neue Jahr kommen. Das ist der Grund, warum ich keine Zeit habe, Leute. Ihr könnt nicht sagen, oh, kannst du nicht bauen, kannst du nicht bauen. Ich bin momentan ausgebucht. Ich habe keine Zeit, irgendwas zwischendurch zu machen. Und meine Frau schimpft auch schon, weil ich zu Hause auch was machen muss. Wa? Gut, okay. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Also ich denke, bei dem einen oder anderen wird sich kommendes Jahr ein bisschen was ändern. So, und um euch mal zu sagen, was wir eigentlich alle so vorhaben im Jahr 2021, habe ich diese Liste erstellt. Ja, und da kommen wir natürlich als allererstes, ja, an dem obersten Punkt, Thomas. Das ist Schnorchelkit. Und ich habe jetzt, wo ich jetzt das letzte Video gemacht habe mit Sven an der Scrimner umbauen, habe ich mir ungefähr mal jetzt die Zeit genommen und geguckt, was kostet und wie viel die gedruckten Teile, wie viel Zeit die kosten, wie teuer die sind. Und wir haben jetzt mal ein Schnorchelkit sozusagen komplett fertig gemacht, ja, und wollen es eben anbieten zum Verkauf. Zum Verkauf. Natürlich erstmal fahrzeugspezifisch nur für die Scrambler. Für die Scrambler. Das heißt, alle Polaris Scrambler-Fahrer unter euch, ihr könnt jetzt quasi mit den Händen aneinander reiben und könnt davon ausgehen, dass im kommenden Jahr definitiv ein Schnorchel-Umsatz-Umbau-Kit von uns angeboten wird. Und ob wir das selber einbauen oder nicht, ist wieder das Thema Kosten. Also, ich habe jetzt durchgerechnet, nur die gedruckten Teile liegen mal ungefähr bei 220 bis 230 Euro. Das sind nur die gedruckten Teile. Dazu müsst ihr aber dann noch hier das Rohrsystem kaufen. Wo ihr jetzt wisst, was das kostet. Also irgendwann eine 60 war. 63. 63. Außer ihr holt es im Online-Store irgendwo noch billiger. Aber dann muss natürlich genau das Rohr sein, weil dann die Adapterplatten, die gedruckt sind, genau dafür sind. Sämtliche Gummiteile und die gedruckten Teile sind eben in den Kit mit drin. Aber ihr müsst dann noch die sämtlichen Schläuche kaufen, die wir brauchen. Ihr müsst den Kleber kaufen. Was für Schläuche sind das? Das sind PVC. Aus dem Poolsegment, ne? Das ist eigentlich aus dem Poolsegment, ja. Ja. Die sind sehr dickwandig, 50er Durchmesser. Und jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Gut, danke. Ihr braucht den Reiniger, ihr braucht den Kleber. Ihr braucht zusätzlich noch hitzebeständiges Silikon, um den Variokasten abzudichten. Das sind alle Arbeiten, die ihr dann selber machen müsst. Ihr müsst euch die Rohre warm machen, auf Maß bringen. Deine Idee mit dem Ablaufhahn da unten, der kommt nochmal separat jetzt in meinem Video, wenn ich mit meiner Sportsman fertig bin mit dem Schnorchel, dass ich da euch nochmal drauf hinweise. Das Hitzeschild dürfen wir nicht vergessen. Hitzeschutz müsst ihr auch anbringen bei der Scrambler, weil hinten im Bereich, wo wir mit dem Schnorchel lang gehen, am Auspuff ist es dann zu heiß, dann schmilzt das alles weg. Das wollen wir auch nicht. Und Dichtigkeit vom Variomatikkasten. Ja, das habe ich mit den Silikonen. Aber das ist, also da müsst ihr euch wirklich vorbereiten, dass wenn ihr diesen Umbau machen wollt alleine, dass das mit dem Variomatikkasten schon, ich sag mal, eine Kunst für sich ist. Ne? Aber es gibt schon Videos, guckt mal, da ist wirklich jetzt so, gerade das Highlifter-Projekt hier, Scrambler, da sieht man eigentlich alles, was da so gemacht werden muss im Groben und Ganzen. So, und da ist auch dann noch der Deckel bei, der bei den meisten Kits gar nicht mit bei ist, dass der Luftfilterkasten überhaupt dicht wird. Ja, gut. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen alles komplett Kit, naja, da kommt eben die Schläuche zu, die Winkel, die Klebewinkel, der Kleber und eben alles, was drumherum ist, dann wird das Kit ziemlich teuer. Da werden wir wahrscheinlich mit dem Kit teurer sein, als das, was zum Beispiel andere Anbieter anbieten. Ich denke, dass das Kit im etwa, um euch jetzt erstmal ein paar Zahlen, also wir sind mit der Kalkulation noch nicht ganz fertig.
Um euch einfach mal ein paar Zahlen um die Ohren zu schlagen, ohne dass wir einen Euro dran verdient haben, liegen wir mit den Kosten für Druck, Filament, Anbauteile in etwa schon bei 400 Euro. Das sind nur die Fixkosten. Da haben wir keinen Euro dran verdient. Da haben wir noch nicht selber Hand angelegt, gar nichts. Das heißt, im Endeffekt, denke ich mal, wird so ein Schnorchelkit in etwa um die schon 550, 600 Euro kosten. Also in der Linie wird das dann wahrscheinlich zum Kauf angeboten. Und ist immer noch ein Selbstbaukit. Also ihr kriegt da bloß eine Rolle Schlauchpaket mit zu. Das muss alles noch auf Maß gebracht werden und zurechtgebogen werden. Das müsst ihr alle dann selber machen oder eben einen Kumpel haben. Wie gesagt, wenn wir das jetzt selber, wenn wir das jetzt anbieten würden. Würde ich sagen, machen wir eine Pauschale. Müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, aber würden wir euch entgegenkommen und sagen, okay, gut, wir machen es zum Pauschalpreis. Wie viel Zeit müssen wir in Anspruch nehmen? Wenn wir beide dran arbeiten, also auf jeden Fall früh morgens anfangen, abends hoffentlich fertig. Aber wir müssen auch noch den Kleber aushärten lassen. Das sind ein paar Stellen, die einen Tag brauchen, bis der Kleber hart ist. Zum Beispiel bei dem Deckel könnte ich vielleicht noch umkonstruieren, dass wir vielleicht ein paar Gewindebolzen einbauen, dass wir dann das fixiert. Ja, wir haben ein paar Sachen, wie zum Beispiel Silikon am Variokasten. Das muss auch aushärten, bevor wir das alles zusammenschrauben wieder. Der Kleber für das Hitzeblech? Der Kleber für das Hitzeblech? Oder hält das sofort? Das hält sofort. Da müssen wir reinnehmen, das Hitzeschutz. Aber Hitzeschutz bei dir ist ja nicht bei jeder Scrambler. Da ist ja auch manchmal das Blech drin. Mhm. Da brauchst du nicht wirklich. Das Allerwichtigste an dieser Sache ist, dass ich euch ans Herz lege, dass wir keine Garantie und keine Gewährleistung für diesen Umbau nehmen können und werden. Warum können wir das nicht? Der Grund ist nämlich, wir drücken ja alles ab und gucken, dass wirklich alles dicht ist, wenn es bei uns hier zum Beispiel rausgeht aus der Garage. Also aus der Werkstatt. Ah, das Problem ist bloß, habt ihr einmal die Schellen hier gelöst und setzt den Schnorchel nicht richtig an, kann hier schon oben Wasser reinlaufen. Also da können, ihr könnt ja zu Hause keinen Drucktest machen, ob das nochmal dicht ist, wenn ihr den Schnorchel ab und ran macht. Aber die magische Grenze ist wirklich oben. Halten? Erzähl weiter. Und dann haben wir das nächste Phänomen, weil ja noch momentan in der Testphase, ich kann noch nicht sagen, wie die Langlebigkeit von dem Kunststoff ist. Es ist ASA, der ist UV-beständig und sollte eigentlich halten. Aber eben, ich bin froh, dass wir jetzt schon mehrere Schnorchel jetzt unterwegs haben und die werden uns dann hoffentlich noch Inputs geben, ob wir da irgendwo noch nachbessern müssen. Das ist auch der Grund, wieso wir damit erst nächstes Jahr anfangen. Ne? Gut, jedenfalls werden alle Schnorchel bei uns komplett abgedrückt. Also mehr der Luftfilterkasten wird auf Vakuum geprüft, weil da entsteht ja ein Vakuum und da kann natürlich Wasser reinlaufen. Und die Variomatik läuft eigentlich im Ansaugstützen auf Unterdruck und im Ausgang auf Überdruck. Und im Kasten selber auch durch den Überdruck. Und das machen wir einfach nur mit einer Druckprüfung. Und wie gesagt, wir können da keine Gewährleistung übernehmen, sofern die aus der Garage raus ist. Sagen wir hier, ihr könntet haben, aber eben Gewährleistungsklausel müsst ihr uns unterschreiben, dass Richtig. Ihr da drauf verzichtet. Das ist der sogenannte Haftungsausschuss. Genau. Ja, also da müsst ihr euch definitiv, also Sven, wie gesagt, war ja der Erste, der jetzt quasi von Thomas an einem Wochenende ein komplettes Kit verbaut bekommen hat. Ne, der weiß Bescheid, dass er selber mal ein bisschen testen muss und der weiß sofort, dass sich da einlassen hat und das legen wir euch halt auch ans Herz, weil du kannst das einfach nicht über Garantie und Gewährleistung laufen lassen. Unmöglich. Das fängt an beim Riemenwechsel und geht dann halt durch bis zu den Schellen, wenn du wirklich mal ran musst. Lassen wir das Thema, ihr wisst Bescheid, wir haben darüber gesprochen, das ist wichtig für und euch. Und eigentlich ist es viel billiger, wenn man es selber macht. Ja. Also traut euch mal ran, probiert es aus. Ja, ja, sehe genauso. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das ist einer meiner Lieblingspunkte. Da geht es um Dekore. Ich werde im kommenden Jahr mit den Dekoren weitermachen. Werde das auch weiter ausbauen. Das ist Tatsache ein sehr gutes, kann man sagen, Geschäft, aber auch eine sehr gute Investition. Denn es ist natürlich auch ein bisschen Promotion und Marketing. Ne? Bei den Dekoren geht es mir insbesondere darum, also ich habe aktuell gerade 5 Stück in der Produktion, wobei das 5. schon fertig hier bei mir im Haus liegt. 4 Stück sind gerade noch in der Bearbeitung und ich habe kann man das so sagen, in dem letzten Monat bin ich auf 3 Dekoren sitzen geblieben, also auf den Kosten, auf den Arbeitskosten, auf die Stunden und ich werde im kommenden Jahr auf jeden Fall damit anfangen, eine Anzahlungspauschale pro Bestellung oder pro Investition für ein Dekor zu nehmen. Ja. Das heißt, wenn ihr euch wirklich entscheidet, ein qualitativ hochwertiges Dekor bei mir zu beziehen, ja, müsst ihr davon ausgehen, dass ich mindestens 10-15% Anzahlung nehme. Ich möchte einfach euch ans Herz legen, es ist meine Arbeitszeit, meine Kosten, ich habe das vor, hier alles als Hauptgewerbe aufzubauen. Natürlich alles zu fairen Konditionen, jeder soll was davon haben, aber es muss natürlich
Also man möchte ja auch leben. Leben und leben lassen. Ja? Also Fakt ist auf jeden Fall, im letzten Monat diese drei Dekore, die tun weh. Ja? Ich sage euch so, wie das ist, weil du verbrauchst ungefähr, nur damit ihr mal wisst, in etwa zwischen 6 bis 8 Stunden pro Design. Ja? Was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, ist, dass ihr bei den individuellen Dekoren, wo ich eigentlich nie ran wollte, was ich jetzt schon wieder mache, dass ich da euch in dieser Summe ja, von 249 Euro oder 259 Euro, ich muss das nochmal genau durchrechnen, so werden die Preise im kommenden Jahr für euch dann sein, dreimal Veränderungssachen drin sind. Sprich, wenn ihr an dem Layout, ja, bevor ich es drucke, noch irgendwas verändert haben wollt, ja, habt ihr drei Möglichkeiten, das mal zu beanstanden und dreimal eine Veränderung vorzurufen. Die vierte Veränderung kostet dann 10 Euro. Warum mache ich das? Ihr habt gerade von den Stunden gehört, es ist unheimlich viel Zeit, die ich nach meiner Arbeit an dem PC verbringe, um dieses Layout zu designen. Das muss alles auch irgendwie im Verhältnis sein. Ja? Leben und leben lassen. Ganz wichtig, nehmt es mir nicht übel, aber ich muss das einfach erwähnen. Ja, wir haben gesagt, wir sprechen immer mit offenen Karten. Das ist ja unser Markenzeichen. Kommen wir zu den Reparaturen. Ich hatte Thomas gefragt, als ich entschlossen habe, für mich ein Gewerbe zu eröffnen, ob er nicht Lust hätte, mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Hat er auch abgesegnet, macht er mit. Das heißt, ihr werdet bei den meisten Reparaturarbeiten, die jetzt aktuell auf dem Wochenende fallen, wie zum Beispiel Björn seine Umbauten und etc., ist jetzt keine Reparatur, aber es sind Umbauten, da werdet ihr Thomas mit beisehen. Ob wir das jetzt hier machen oder bei Thomas machen, das entscheiden wir individuell, sodass wir wirklich mal ein bisschen Wechsel haben, denke ich. Ne? Das ist fair to play. Wir wohnen ja auch nicht so weit auseinander. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Alle weiteren Reparaturen, die ab nächstes Jahr als Hauptgewerbe bei mir tätig werden, in der Woche werdet dann nur mich alleine sehen. Das hat einfach den Grund, dass Thomas separat auch beruflich aktiv ist, ja, und in der Woche keine Zeit hat. Und ich muss dazu sagen, dass es bei mir ein Hobby bleiben soll und nicht irgendwie mit einem Gewerbe und so weiter. Das ist wirklich, mir macht Spaß und ich will einfach nur friemeln. Das ist richtig, ja. Haben wir den Punkt auch abgearbeitet? Reparaturen und Hilfe anbieten. Das ist ein Punkt, der liegt mir sehr nah am Herzen. Thomas hat es super gemacht mit Sven. Sven, in diesem Sinne nochmal einen schönen Gruß. Er hat es super gemacht, das Wochenende zusammen mit Sven gearbeitet. So stelle ich mir das auch vor. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet, weil ihr keine Erfahrung habt, gerne mit einem Mechaniker zusammenarbeiten, der schon Ahnung mit sich bringt, der die Schwachstellen von bestimmten Modellen schon kennt, ja, der euch sagen kann, mit Schritt und Tritt, wo die Fehlerquellen liegen, ja, dann können wir sowas sehr gerne machen. Es wird automatisch auch preiswerter. Inwieweit da die Kosten sind, kann ich euch noch nicht sagen. Das wird alles erst im Laufe der nächsten Zeit kommen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber es muss ja alles auch kalkuliert werden. Ja? Sprich Materialkosten, Strom, bla bla bla. Ne? Aber auf jeden Fall habe ich sowas vor, so eine Art Selbsthilfewerkstatt. Ne? Ja. Da wird Thomas, denke ich, auch oft mit bei sein. Ne? Zumindest werde ich auch parallel auch was machen noch, Selbsthilfe, weil du wirst wahrscheinlich alle abarbeiten. Richtig. Und ich habe jetzt schon mal einen TGB 1000, der jetzt irgendwann vorbeikommen will. Und da muss ich mir erstmal die Maße nehmen für den Schnorchelsystem, die Anbauteile, was wir ja bei der TGB 550 auch noch machen müssen. Und da werden wir wahrscheinlich dann parallel arbeiten, weil das mir eben auch Spaß macht, sowas zu entwickeln. Und eben das Bauen nachher kann man natürlich dann bei Marek machen. Also bei Fachfragen um Polaris kann ich gerne helfen. Alles andere tut mir leid, ich habe noch nicht so viel an Can-Am und sowas rumgeschraubt. Ich kenne da die Schwachpunkte nicht, aber es gibt auch schon welche, was wir jetzt so mitbekommen haben. Nur die Leute, die die Schwachpunkte haben, wollen es eben nicht zeigen. Das ist ein bisschen ärgerlich, schade. Ja, grüße ihn raus, Enrico. Ich habe nicht gesagt, Enrico, ich bin ruhig. Ja, und bei Sven war ja auch schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Aber wie gesagt, die wollen eben nicht, dass es gefilmt wird. Und deswegen kann ich da auch momentan nicht so helfen, auch TGB und so weiter. Also ich bin momentan nur fixiert auf Polaris, weil wir da genug Problemzonen haben. Genug. Eigentlich, also für das kommende Jahr, also ich habe so viele Anfragen. Ich könnte mich eigentlich jetzt schon komplett aus dem Hauptgewerbe, was ich jetzt aktuell noch betreibe, rausziehen und könnte sagen, okay, ich lasse die Werkstatt komplett laufen, weil ich so viele Anfragen habe für Reparaturmaßnahmen oder Umbauten alleine von dem Hersteller Polaris. Es ist wirklich schwer. Denkt immer daran, wir sind immer bloß zwei Mann. Einer davon ist hauptberuftätig, der andere macht es aktuell noch in diesem Jahr als Nebengewerbe. Ja, das müsst ihr berücksichtigen, wir können nicht sofort springen. Geht einfach nicht. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema ab. Eins noch. Wir wissen, dass Werkstätten natürlich extrem teuer sind und wir werden auch probieren, uns da irgendwie anzupassen. Wir werden jetzt keine Dumpingpreise machen, ne? Leben und leben lassen.
Ne? Aber wo wir euch entgegenkommen können, werden wir logischerweise machen. Ja? Aber eben, wir können eben nicht umsonst arbeiten. Richtig. Das geht eben doch nicht. Das geht einfach nicht mehr. Und weil das auch einfach zu viel wird mittlerweile. Guckt mal, wie wir angefangen haben. Guckt mal, wie Thomas angefangen hat. Ja? Das ist ja amazing. Thomas, sein YouTube-Kanal, der explodiert ja, sag ich mal, mehr oder weniger. Also damit haben wir eigentlich, naja, man kann schon ehrlich sein, dass man damit nicht gerechnet hat. Ich glaube, wir sind an der Sache damals rangegangen, als ich angefangen habe mit YouTube, mit meinen Motocross-Zeiten. Guck mal, der Kanal ist jetzt, weiß ich nicht, 2013 oder sowas, 2012 erstellt worden. Da, ich weiß nicht, 170 Abonnenten gehabt. Jetzt bin ich bei 420 plus. Du bist innerhalb von 2 oder 3 Jahren, wie lange machst du 2 Jahre? 3 Jahre. 3 Jahre, über 2000 Abonnenten. Und das sind natürlich Sachen, du musst Content liefern, du musst die Zeit dafür haben, du musst Ideen dafür haben, du musst Umsetzung dafür haben. Du brauchst das Material, in dem Fall die Fahrzeuge oder halt ein Swimmingpool oder ein Haus. Und um halt permanent den Content zu liefern. Das ist natürlich, eigentlich ist das schon der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, wo wir jetzt quasi eine Überleitung für gefunden haben. Aber das sind Sachen, die müssen halt im Einklang sein. Leben und leben lassen, denkt immer daran. Ne? Nehmt es uns nicht übel, wenn mal 14 Tage nichts kommt, in dem Fall. Da kann ich gleich sagen, weil ich jetzt gerade das Video jetzt wahrscheinlich reinschiebe. Ich arbeite ja auch noch an meiner Sportsman mit dem Schnorchelsystem, aber jetzt gestern habe ich wieder rumgeschraubt und ich merke, oh, mir fehlen noch ein paar Teile. Die bestelle ich jetzt erstmal und dann muss ich ja warten, bis die Teile kommen und dann kann ich jetzt wieder weiterfilmen. Also ihr seht ja immer nur das fertige Video, aber da geht eben auch viel Zeit drauf für Bestellungen, für Überlegungen, wie man das macht und dann eben auch die Dreharbeiten. Das ist auch, das Schneiden nachher, das ist ja ruckzuck und dann online stellen, ja, das geht eigentlich. Aber ich brauche einen neuen PC, meiner ist so langsam. Gut. Wir starten eine Spendenaktion. Nee, lass mal. Gut. So, damit haben wir YouTube auch abgearbeitet. Kommen wir mal zu den nächsten Punkt. Das ist Events und Planungen, wie zum Beispiel Packwitz, Fürsten Forest. Oder vielleicht, wenn ich nächstes Jahr auch schon sage, ich muss größer werden, eine Neueröffnung in einem neuen Store. Momentan ist es bei mir alles in meiner Garage, die Firma, ja. So haben viele angefangen. So haben viele angefangen. Aber es kann ja sein, dass ich wirklich sage, ich habe so viel Anlauf, ich muss tatsächlich ein bisschen investieren. Dann gibt es da eine Neueröffnung, da werden wir euch alle einladen, da könnt ihr alle vorbeikommen. Können wir ein bisschen grillen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen dumme Zeug labern, wie wir es alle gerne machen und dann ist es gut. Also so ist die Planung, wenn es wirklich gut laufen sollte. Kommen wir zu dem Thema Packwitz. Das sind 2 Veranstaltungen im Jahr, wo wir sagen, okay gut, die ich persönlich mitnehmen möchte. Ich weiß nicht, wie es bei Thomas aussieht, müssen wir gleich nochmal quatschen. Und dann haben wir uns vorgenommen, einmal eine größere Planung im Jahr zu machen. Das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich Fürsten Forest. Ist jetzt nicht alles gleich um die Ecke von uns, das ist ein riesengroßes Manko. Wir teilen alle dasselbe Hobby, wir wollen mit euch Zeit verbringen, aber es ist schwer, da die Termine richtig zu legen. Auf jeden Fall werdet ihr die Termine von uns, ja, ich denke mal, durch die Community. Also ihn können wir schon mal nennen. Also ja. Packwitz im September ist Pflichttermin. Also da werden wir definitiv immer da sein. Ja. Ich nehme jedes Mal Urlaub dafür und werde auch ein längeres Wochenende da sein. Also wahrscheinlich dann, gut, letztes Mal war die auch Donnerstag, aber bin dann Freitag gekommen. Also vom Freitag bis Sonntag bin ich dann definitiv im September da. Guckt mal da auf der Homepage von Wurzelsepp, oder wie das heißt, Wurzelsepp, Packwitz Offroad Park, da könnt ihr gucken, wann da im September das große Treffen ist. Grüße gehen nochmal raus an alle, die immer da sind, ja. Und dann die Packwitz Creator. Und die sowieso, ja. War echt guter Job gewesen, ne, letztes Mal. Also mit der Sicherheitsdienst muss man tatsächlich an der Stelle nochmal ganz kurz loben. Top Arbeit, habt ihr gut gemacht. Und große Dankeschön dafür, dass sie die Area bereitgestellt haben für die Kiesgrum-Junkies. Für euer Event. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt, schöne Arbeit gewesen. Von beiden Parteien, ne. Gut. So, haben wir eigentlich? Ich würde sagen, damit haben wir den Punkt Planung, Packwitz und Co. alles abgeschlossen. Wie gesagt, wir werden die Termine rechtzeitig bekannt geben über die Community oder halt im Video. Werdet dann sehen, auf jeden Fall erwähnen wir. Nochmal vielen Dank, dass ihr jetzt immer noch das Video schaut und ich vorgespult habt, wa? Oder hast du da vorgespult? Habt ihr gesehen, du hast vorgespult, ja? Was brauchst du denn Zeug, Alter? Ja, ich hab. Apropos Rauchen, wollen wir eine Raucherpause mal einlegen? Wir machen jetzt mal eine kleine Raucherpause und dann geht es weiter. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid und nicht weggeklickt habt. Ist natürlich ein bisschen trockenes Thema hier heute und nicht irgendwas mit Schrauben oder Basteln oder so. Aber es kamen eben viele Fragen, was das nun gekostet hat und was du damit machst. Und was machst du nun damit? Ich werde es erstmal behalten. Also, ich werde es erstmal behalten. Das ist Fakt. Wir warten einfach mal ab, was die Zukunft bringt. Ja. Neue Projekte haben wir ja auch schon in Planung. Ne? Wir haben eh mal die TGB von Björn. Die bekommt ein Schnorchelkit und wahrscheinlich auch ein Dekor. Ne? Björn, in diesem Sinne, mach dich schon mal auf was Schickes gefasst. Dann haben wir von, muss ganz kurz rüber gucken, von Sven noch die Can-Am Outlander. Ne? Die XMX, XMR, was ist das für Sven fährt? XMR. XMR. XMR ist es, ja, ja.
Und der möchte da so einen Schnorchel oben noch drauf haben, irgendwie. Da, keine Ahnung, irgendwie alles noch ein bisschen hochlegen. Was hat denn das eigentlich für einen Grund beim 20.000 Euro Quad? Das ist jetzt unfair. Ich weiß, ich kann nicht anders. Wir haben da sehr viele Can-Am-Fahrer. In diesem Sinne, einen schönen Gruß an euch. Die werden jetzt alle den Daumen runter machen wegen dir. Okay, wir schneiden das raus. Nee, der möchte oben noch auf deinen Kühler da irgendwie Schnorchel nach oben raus und soll aber auch schick aussehen, nicht einfach irgendwelche Rohre nur, sondern ich weiß nicht, ob ich jetzt so hinkriege, dass es so ohne Reihe gut aussieht. Aber lasst euch da überraschen, der kommt dann vielleicht ein bisschen später noch. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Projekt, was wir haben. Und dann haben wir von, jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel gucken, von Timos Kumpel. Timo, schönen Gruß in diesem Sinne. Haben wir noch eine Grizzly mit eventuell noch offen stehenden Schnorchelkit. Da hat er noch nicht das Go gegeben. Das ist auch noch ein Projekt, was wir angehen werden. Und sobald diese Schnorchelkits für die TGB und Grizzly am Start sein sollten, werden wir das auch wieder hochladen bei Finiverse. Wie heißt das? Finiverse. Ja. Also ihr könnt alle Teile auch kostenlos downloaden bei Fingiverse. Ich verlinke mal Fingiverse unten, da gibt ihr einfach ein. Jetzt momentan Scrambler oder Sportsman. Da kriegt er sämtliche Anbauteile eigentlich zum Download. Ich habe noch gar nicht alle drin, fällt mir da ein. Für den vorderen Schnorchel, das fehlt ja komplett. Ja, wenn das Video online kommt, hoffe ich, dass ich das schon fertig habe. Wenn nicht, müsst ihr später mal aufgucken. Da könnt ihr euch das, wenn ihr irgendeinen Kumpel habt, der einen 3D-Drucker hat, könnt ihr euch das selber ausdrucken. Aber der sollte auf jeden Fall ABS oder ASA drucken können. Und das ist eine Königsdisziplin beim 3D-Drucken. Da braucht man einen geschlossenen Bauraum, der beheizt ist und. Habe ich schon oft genug erwähnt. Wie gesagt, da könnt ihr euch die Teile runterladen und dann eben ausdrucken und das alles selber bauen. Dann spart ihr natürlich noch viel, viel mehr Geld. Richtig. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles besprochen, was relevant und wichtig ist. Könnten wir eigentlich jetzt einen Cut machen und sagen, Ende. Ja, wir müssen aber jetzt bei der TGB Maß nehmen. Wir müssen jetzt die Maße noch für das Schnorchelkind nehmen. Bei der TGB müssen wir etwa gucken, wo wir lang gehen. Wird noch genug Arbeit. Mal gucken, wie wir da vorwärts kommen. Ich denke mal, das wird nochmal ein separates Video, oder? Definitiv, oder? Ja. Ja. Also in diesem Sinne, von mir alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall in der kommenden Zeit noch viel öfter. Und vergesst nicht, in den Kommentaren zu schreiben, was euch die Scrambler wert wäre. Ja. Und Daumen nach oben, nach unten nicht vergessen und die Glocke drücken. Ja, das haben die auch viele nicht. Ja. Die haben mich zwar abonniert, haben aber die Glocke nicht alle Videos aktiviert und dadurch kommt natürlich, wie zum Beispiel jetzt mein Preisausschreiben, was ich momentan mache für 2020. Da sind erst 10 Leute, die den Nutzkasten haben wollen. Also solltet ihr mal das Video auch nochmal angucken. Wisst ihr Bescheid? Habt ihr Hausaufgaben. In diesem Sinne, ich bin raus und du? Bye bye. Haut rein.